Gut, ihr Leute, ich bin's, euer Schosch. Ja, also in einem der letzten You'll Never Talk Alone vom Lars, gell, da hat auch der Lars gesagt, dass der schon so einer, Namen habe ich vergessen, spielt auch gar keine Rolle, gell, also dass der für mich verantwortlich ist, sozusagen. Ja, so ein Quatsch. Jedenfalls hat da ein User, nämlich der ForeverOFC, hat unter das Video auf YouTube, hat er was geschrieben. Und zwar folgendes. Erst der Weihnachtsmann, dann der Osterhase und jetzt das. Ich dachte wenigstens, der Schorsch wäre echt. Ich bin erschüttert. Ja, mein lieber ForeverOFC. Also jetzt bin ich erschüttert, gell? Weil natürlich bin ich echt. Ja, was dann sonst? Könnte ich sonst mit dir schwätzen? Könnte ich nicht. Ja, siehst du? Ich bin echt. Aber weil du mir wahrscheinlich nicht glaubst, gell? Habe ich mal ein paar Leute gefragt, was die da dazu sagen. Bitteschön. Der Schorsch? Na klar ist der echt. Der Schorsch, der ist echt. Das ist keine Frage. Liebe Kickers-Fans, also es wird im Moment angezweifelt, angeblich, der Schorsch, der seinen Auftritt immer wieder macht bei You'll Never Walk Alone, dass das kein echter mehr. So, jetzt erzähle ich euch eine Geschichte. Ich habe mal ein schönes Kompliment gesehen vom Vorstand, als sie den Trainer verabschiedet haben. Haben die den Trainer hergeholt, der Präsident ist hin, hat ihm die Hand gegeben und hat gesagt, hör mal du warst ein echter. Und ich sage euch, der Schorsch, ihr seid ganz echt. Tschüss. Als Bayern-Fans wissen wir beide über verschiedene Dinge Bescheid. Erstens, was coole Fußballclubs sind. Die Kickers sind einer. Dann, dass der Weihnachtsmann echt ist. Und dann kennen wir uns mit Real aus. Und der Schorsch, der ist real. Also, manchmal könnte man sich ja wirklich aufregen. Also, ich habe von solchen Verschwörungstheoretikern gehört, vor allem die, die diesem Adlerkult, diesem blinden Vogel hinterherrennen, gesagt, dass unser Schorsch gar nicht real ist. Sag mal, bloß weil dieser blinde Vogel das von oben nicht sieht. Also, Schorsch ist real, der Weihnachtsmann ist real, der Osterhase ist real und die Kickers sind real. Schöne Weihnachten. So, dann wäre die Sache ja wohl geklärt. Oder, um es mit Lars Worte zu sagen, noch Frage. Obwohl, den Satz kann er auch gleich selber sagen, der Lars. Macht's gut, ihr Leute. Ja, das war's von eurem echten Schorsch. Weihnachtsmann in Rot-Weiß. Heute gibt's Äppelboy-Eis. Stell den Fluglichtmast zum Weihnachtsbaum. Leuchtet und funkelt wie ein Kind.